Hallo zusammen, ich bin's Klaus. Heute beantworte ich ein paar Fragen zum Einstieg in die Automobilindustrie. Let's go! Beim Autodesign geht es nicht allein um den ästhetischen Ausdruck. Das ist eben keine Skulptur, die man sich irgendwo in den Garten stellt. Das ist ein hochtechnisches Produkt, das man zu gestalten hat. Natürlich möchte man als Designer die Vorstellung, die man hat von einer Form, auch zum Ausdruck bringen und auf der Straße sehen. Der Weg dahin ist aber nicht so einfach. Es gilt eben, über die pure Ästhetik hinauszuwachsen in eine perfekte Balance aus Gestaltung, Ästhetik auf der einen Seite und Technologie und Funktion, Eigenschaft auf der anderen Seite. Wem gelingt das, perfekt zu verschmelzen, der hat etwas geschaffen, das auch zeitbeständig ist und von Millionen von Menschen geliebt und begehrt wird. Und darum geht es bei der Gestaltung von Autos. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Zukunft in einem unserer Studios dann mal über den Weg laufen. Bis dann!